Bausch Schweiz TV wird Ihnen präsentiert von Stihlhaus, Minergie, Neff Group und White House. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Bauschweiz TV. Fällt Ihnen etwas auf? Wir sind ab sofort nicht mehr BISTV, sondern eben Bauschweiz TV. Der Einfachheit halber haben wir uns für unser Fernsehen und unsere Internetplattform auf einen gemeinsamen Namen festgelegt: Bauschweiz. Alle Online-Informationen finden Sie wie bisher auf bauschweiz.ch und alles rund ums Fernsehen auf eben bauschweiz.tv. In unserer Dezember-Sendung liegt der Fokus voll und ganz auf der Swissbau in Basel, wo vom 12. bis zum 16. Januar 2016 stattfindet. Einstimmen auf das Event tun wir Sie mit einem Interview mit dem Messeleiter Rudolf Pfander, der Ihnen die wichtigsten Informationen und Highlights präsentiert. Ja, liebe Besucher, wir sind hier im Foyer von der Messe Basel. Da ist jetzt alles komplett ruhig. Aber das wird vom 12. bis zum 16. Januar nächstes Jahr ganz anders aussehen. Weil dem findet da die Swissbau statt. Die Swissbau, die grösste Bauveranstaltung oder Fachmesse der ganzen Schweizer Baubranche. Neben mir steht der Herr Pfander. Er ist der Messeleiter von der Swissbau in Basel. Und Herr Pfander, siehst du etwas zu der Geschichte der Swissbau, zu der History? Was können Sie uns dazu sagen? Die Swissbau hat 1974 das erste Mal hier in Basel stattgefunden. Also ist eine Zeit her. Und in den letzten 40 Jahren hat sie sich wirklich weiterentwickelt und hat sich halt zur führenden Plattform von der Bauwirtschaft in der Schweiz entwickelt. Und heute darf man wirklich sagen, ist halt die Leitmesse der Bauwirtschaft in der Schweiz. Also mir als U-Basler gefällt es natürlich, dass das seit Anfang da zu Basel ist. Und jetzt aber zu meiner Frage: Warum ist die Swissbau so wichtig für die Schweizer Bauwirtschaft? Ich denke, es ist die einzige Plattform, die eigentlich fast die gesamte Wertschöpfungskette von einer Immobilie abbildet. Also der ganze Lebenszyklus findet man wirklich während einer fünf Tage an einem Ort in den verschiedenen Hallen. Wir haben die auch so gruppiert, dass wirklich die einzelnen Bereiche zusammengehören und so auch je nach Interesse von den Besuchern auch können, klar der Besuch kann geplant werden und dann in nützlicher Frist auch die verschiedenen Angebote kann angeschaut werden. Okay, jetzt kommen wir natürlich zu der Swissbau 2016, wo wir sehr, sehr interessiert sind. Was wird die Swissbau 2016 hier in Basel zeigen und was sind die Highlights? Ja, wir haben wieder verschiedene Sachen. Also es sind die etablierten, die zwei Trendwelten, also Trendwelt Bad und Trendwelt Küche einerseits im Bereich Innenausbau. Dort präsentieren sich die führenden Hersteller mit Innovationen und zwar in einem außergewöhnlichen Ambiente eigentlich. Hochwertige Brands eigentlich aus dem In- und Ausland präsentieren sich dort im Bereich Bad einerseits oder im Bereich Küche andererseits. Neu haben wir noch Premieren, die Raumwelten. Dort sind wir zusammen mit dem Kulturbüro von Martin Heller. Martin Heller kennt man ja als künstlerischer Direktor von der Expo 02 noch. Und er hat mit uns zusammen eine Neuentwicklung gemacht, eine neue Interpretation in der Halle 2.0 im Erdgeschoss, wo es aus der Bodenwand, Schmiede, Lichthersteller sind. Und dort haben wir jetzt eine neue Interpretation gemacht, also haben die Halle neu interpretiert. Und jetzt haben wir eigentlich so ein Business, also die klassischen Aussteller. Und dazwischen hat es so kleine Experimentierfelder, sogenannte Teaser, die dann so Besucher überraschen sollen, inspirieren sollen. Und rund um den Innenhof werden wir so eine Relax- und Foodzone, wie wir das nennen, werden wir dort aufbauen. Da kann man dann auch mal sich zurückziehen, mal ein Gespräch führen, sich verpflegen oder auch mal die E-Mails checken. Ja, super. Also mal weg von der herkömmlichen Baumasse, wie wir es bis jetzt gekannt haben, hin zu den Erlebniswelten, die man hier in Basel sehen wird.
Genau. Weiter haben wir noch, natürlich nicht nur auch im Innenausbau so ein Highlight. Wir haben auch neu den Treffpunkt Handwerk in der Halle 4, also im Bereich Baustellwerkhof, wo wir im Handwerk eine Plattform bieten. Dort haben wir einerseits die Baubeiz, wo man sich zusammen ein Bierle trinken kann. Und ergänzend dazu, dann gibt es immer am 4. Happy Hour mit Live-Musik, also mit dem Rockförderverein Basel sind wir da unterwegs und schauen, welche Bands an welchem oben spielt dann ab der halb 4. So. Daneben haben wir noch die Vorrunde von der World Skills von den Maurer, die dort in der Halle stattfinden, in der Halle 4. Und daneben haben wir auch noch das Baublatt, wo wieder der Baublatt Cup lanciert, wo sich die Handwerker-Teams können in verschiedenen Disziplinen gegeneinander messen. Also durch das erwartet ihr wahrscheinlich auch sehr viele junge Besucher? Genau, das Ziel. Also haben wir auch traditionell auch eine ganze Schulklassen und die kommen auch günstig an Swissbau. Also ich denke, da müssen wir ja, das ist schon unsere Zukunft. Okay. Und jetzt zum Stichwort noch Swissbau Fokus. Was werden wir dort präsentiert bekommen? Swissbau Fokus jetzt findet das dritte Mal jetzt im 2016 statt, also mit über 30 führenden Branchenverbänden, Hochschulen, Organisationen, Labels und so weiter, haben wir etwa über 60 Veranstaltungen jetzt konzipiert. Also das geht, das heisst, wir sind die einzige Plattform auch, wo wir wirklich interdisziplinär Diskussionen anstoßen und die Herausforderungen von der Bauwirtschaft, der Schweizer Bauwirtschaft vorwärts bringen. Also da kommen dann so Themen wie digitale Transformation aus Weiterbildung, ganz ein wichtiges Thema, Raumplanung, Energiestrategie 2050 und so weiter. Ich denke, da steht viel an und da ist natürlich auch ein Diskussionsbedarf vorhanden und das nutzen die Partner, also die Branchenverbände und Bundesämter und so weiter. Und man merkt, da haben wir die Relevanz von der Swissbau insgesamt können steigern, also nicht nur Ausstellung, sondern eben auch spannende Talks, Präsentationen und so weiter. Was können Sie da uns vielleicht schon etwas verraten, was erwartet auf den Stargäste, wenn man dem so sagen? Ja, toll ist eigentlich, dass wir bei der Eröffnung jetzt der Bundesrat haben, der Ueli Maurer hat es zugesagt. Das ist mal, sagen wir mal so, der Auftakt an der Eröffnung am 12. Januar 2016. Denn toll ist noch, es kommt noch ein zweiter Bundesrat. Also Doris Leuthard wird am Donnerstag an Swissbau kommen, und zwar nicht offiziell, sondern eigentlich sie wird dort einen Workshop machen mit der Verbandsspitze zum Thema Weiterbildung im Energiebereich und wird auch eine Charta unterzeichnen. Also ich denke, da haben wir mal schon die Crème de la Crème von der Politik. Also der Bundesrat ist vertreten, haben wir auch weitere Meinungsführer aus Politik und Wirtschaft. Also es sind, glaube ich, am Schluss über 300 Referenten, die da werden auftreten von Politik, Wirtschaft, Hersteller, was auch immer. Kann ich Ihnen nur gratulieren. Jetzt noch vielleicht etwas zu den Zahlen von der Swissbau. Wie viele Aussteller kann der Besucher erwarten? Was haben wir für eine Gesamtausstellfläche und was haben Sie für eine Besuchererwartung? Genau. Also es sind wiederum etwa 1100 Aussteller, die sich auf einer Fläche von rund 140'000 Hallenfläche präsentieren mit ihren Innovationen. Rund 19% von diesen 1100 Aussteller kommen aus dem Ausland, vorwiegend aus Deutschland, Österreich, Italien. Und jeweils etwa über 100'000 Besucher erwarten wir auch wieder. Dort vor allem 80% davon sind sicher Fachbesucher, 20% sind private Immobilienbesitzer. Und die sind dann neu gespannt auf das umfassende Angebot, das wir mit der Swissbau bieten. Oder eigentlich fast die ganze Wertschöpfungskette von einer Immobilie findet man hier vor Ort. Von Konzept und Planung über Rohbau-Gebäudehülle, über Gebäudetechnik bis zum Innenausbau findet man eigentlich alle Neuheiten von diesen führenden Herstellern. Dann hoffe ich auf einen riesen Erfolg von der Swissbau 2016, auf ganz, ganz viele Besucher, auf zufriedene Aussteller. Und ich danke Ihnen für die Ausführungen und wünsche Ihnen alles Glück. Danke schon vielmals. Merci. Exklusivität muss nicht teuer sein. Scharfe Preise bei Exklusivküchen. So schmeckt das Leben besser. Kreieren Sie Ihres individuellen Einfamilienhaus zum Festpreis mit dem Online-Konfigurator unter www.hauskonzept.ch. Und jetzt nimmt es uns noch Wunder, was den Passanten alles wissen über die Swissbau in Basel. Also, gehen wir los. Geht's wohl. Wir haben eine Frage, und zwar: Kennen Sie die Swissbau in Basel? Conosci Swissbau? Swissbau, sì. Che cos'è? La Messe, la Fiera della Messe. Eine Baustelle, oder wie? Richtig, oder? Swissbau, Baustelle. Nicht verstanden. Oh, schau, jetzt kommt. Oh, nein, er will ins Fernsehen.
Wenn du eine Konstruktion machst, zum Beispiel für Wohnen, meine Familie sind Zivilingenieur und Architekten. Baumesse, also für Gebäude oder? Ja. Was ist es? Das ist für Bau. Maler und Gipser und Handwerker und so Zeug. Ja, die kenne ich, bin ich schon einmal gewesen, glaube ich. Aber ich mag mich früher erinnern, wenn wir da ganze Baugeschäfte von Rotschwitz und überall her, ursprünglich auch ein Ostschweizer, einen Betriebsausflug fast gemacht haben auf Basel. Das habe ich gut gefunden, ja. Kennen Sie, ganz selber auch. 9. bis 12. Januar 2016 wird sie stattfinden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Für was ist die Messe wichtig? Für die Bauleute. Für Bau, ganz alle, Swiss Bau, also Bau, Umweltberater, es geht um Fensterbau, es geht um Dämmung, es geht um den SIA, bin ich selber Mitglied. Ja, wie viele dort ausstellen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, schätze mal etwa 300 Firmen, weiß nicht. Ich könnte es daheim nachschauen. Was ist euch das Interesse daran? Also, die sind selber auch schon gewesen. Aus welchem Grund sind ihr angegangen? Leute zu treffen, Firmen kennenzulernen, konkret auch Sachen etwas abzumachen, aber dort zu treffen, ist ein gutes Vehikel. Ein paar Sachen technisch wieder einfangen und die Leute kennenzulernen. Danke vielmals für Ihre kompetenten Informationen. Ich wünsche einen schönen Tag. Gern geschehen. Danke Ihnen auch. Viel Erfolg. Merci. Und zum Schluss kommen wir noch zu unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 6 Eintrittskarten für Swissbau in Basel. Und ich möchte Sie noch auf unseren Adventskalender hinweisen. Wir sind mit drinnen und es gibt jeden Tag tolle Preise zu gewinnen auf www.bauschweiz.ch. Unsere nächste Sendung ist dann eine Sondersendung direkt nach der Swissbau am 20. Januar 2016. Und natürlich geht es rund um die Swissbau. Aber jetzt wünsche ich erstmal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald und auf Wiedersehen. Bausch Schweiz TV ist Ihnen präsentiert worden vom Stihlhaus, Minergie, NEF Group und White House.